Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu den Halloween-Wochen hier bei mir auf dem Kanal. Ihr habt's gesehen, Dear Easter. Ein Spiel, was mir gar nichts sagt. Das gab's aber diesen Monat kostenlos auf Xbox Live, wenn man die Goldmitgliedschaft hat. Ich glaube, das hat schon Grusel-Aspekte, ist aber kein Horrorspiel in dem Sinne. Ja, gucken wir trotzdem mal rein, ne? Weil... Also es ist ein Walking Simulator, das weiß ich schon. Aber ich habe mich da nicht spoilern lassen. Und ich habe aber mal kurz reingeguckt. Ich finde das jetzt hier schon zumindest atmosphärisch. Wir starten mal. Naja, Regie-Kommentar lassen wir mal raus, ne? Wir fangen mal an mit der Leuchtturm. Ich bin mal gespannt, was das wird. Also wie gesagt, ich bin im Spiel ein paar Meter gelaufen. Also ich habe irgendwie so 5 Minuten oder sowas mal angezockt. Da war aber noch nicht so viel von dem Spiel zu merken. I sometimes feel as if I've given birth to this island. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up, and it beached remotely here. No matter how hard I correlate, it remains a singularity. An alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time, leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the interim. Na, es sieht zumindest, was der Text sagt, düster und atmosphärisch aus. Und wenn ich mir hier so die Umgebung anschaue, es ist übrigens, muss ich echt sagen, ich glaube, das läuft auf der Unity. Das ist tatsächlich mal für Xbox-Verhältnisse sehr, sehr ruckelfrei, wobei die Texturen, ja, ist okay. Kann ich mir leben. Habe ich eine Sprungtaste oder sowas? Was ist das? Zoom? Springen? Geht gar nicht. Komm hier überhaupt noch hoch? Hab ich mich hier schon festgebackt? Können wir uns gleich ersuchen gehen? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, ich versuche mal hier irgendwie rauszukraxeln. Nee, es geht. Alles cool. Gut, ja, das erste Kapitel heißt Leuchtturm und wir sind auch gleich an selbigen. Wie gesagt, das wird irgendwie so ein Story-driven Spiel sein, ohne große Handlungsmöglichkeiten. Also hier irgendwie Action oder sowas werdet ihr nicht kriegen. Oh, eine Lampe haben wir. Und ein dreckiges Scheißhaus. Okay, also sagen wir es mal so, das könnte auch durchaus PT sein, wenn ich mir das hier jetzt angucke, aber egal. Ja, willkommen in Silent Hill. Dreckige Waschbecken, das hat man auch in Resident Evil zum Beispiel. Ich find's aber atmosphärisch jetzt schon ziemliches Brett. Kann ich das irgendwie... Hallo? Ich muss mal kurz mal was in die Optionen gucken. Controller. So, ich hab gedacht, ich krieg da mal angezeigt, was ich machen kann. Ich habe bloß... Ey, auf jeder Taste muss diese Zoom-Funktion, egal welche. Na gut. Ich hab... Eine chemische Formel. Und ich hab in Chemie immer eine 4 gehabt. Lag aber nicht am fehlenden Interesse, sondern ich hatte eine furchtbare Chemielehrerin. Ihren Namen ich hier nicht nennen, weil er mir auch gerade nicht einfällt. Okay, hier können wir gerade nichts reißen. Vielleicht können wir in dem Teil der Hütte noch irgendwas machen. Was auch so Geschlabber. Das scheint Farbe zu sein. Schöner alter fetter Boiler. Der kann auch super Schnaps brennen, Leute. Welcome home. Hm, zwei Wege da hoch, da runter. Gehen wir es mal runter. Physik sind eigentlich ganz nett. Wie sagt denn die Grundoptik? Echt schon die Skybox. Sowas hat man selten. Und da hinten blinkt irgendwas. Jo, definitiv. Ich gehe mal davon aus, dass das Ziel von unserem Spiel ist. Also zumindest jetzt von dem Kapitel. Ich möchte aber trotzdem hier mal erstmal an den Strand gucken. Ich kann wirklich nichts machen. Ich drücke nochmal alle Tasten durch. Das ist alles nur die Zoom-Funktion.
Ich finde es immer faszinierend, wie gerade so kleine Indie-Spiele wie das hier das doch tatsächlich irgendwie schaffen, dass keine AAA-Titel oder sowas einen hier so atmosphäretechnisch ob der kleinen Möglichkeiten so in den Bann zu ziehen, dass man hier einfach bloß guckt und voll drin ist in der Atmosphäre. Wie super. Da geht's dann auch sogar rauf, also dann mal nicht mehr. When you were born, your mother told me, a hush fell over the delivery room. A great red birthmark covered the left side of your face. No one knew what to say, so you cried to fill the vacuum. I always admired you for that, that you cried to fill whatever vacuum you found. I began to manufacture vacuums just to enable you to deploy your talent. The birthmark faded by the time you were six and had gone completely by the time we met, but your fascination with the empty and its cure remained. Ich kann euch echt noch nicht den Zusammenhang sagen, was das jetzt soll. Mal ganz von abgesehen, dass jedes Kind, was geboren wird, erstmal rumkräht im Kreißsaal, weil du so auf die Popo von dir achtest, damit du schreist, damit du das Atmen anfängst. Von dem Aspekt nehme ich diese Aussage so halb für voll. Das mit dem Muttermal ist allerdings interessant. Eins, was denn verblasst im Laufe der Jahre, da habe ich auch noch nichts von gehört. Was ist denn das hier? Ist das ein Symbol? Ich weiß es nicht. Zumindest ist echt hübsch gestaltet, das Spiel, finde ich. Ein paar von den Felsen wiederholen sich, aber ja, ich bin da sowieso nicht so ein Mäkelkopf. Also wenn ein Spiel scheiße ist, dann sage ich das, aber bis jetzt... Auch von der Musik her... The ship's manifest, crumpled and waterlogged under a stash of paint cans. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt, bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. Na gut. Das sind furchtbar viele Räder und Reifen und so Zeug. Naja, furchtbar viele. Also jetzt sind es zwei. Ja, vielleicht ist da mal ein Auto abgestürzt oder sowas. Das ist auch sowas. Das wird sich immer... Der Begriff Walking Simulator ist immer so negativ behaftet. Das finde ich Bullshit. Wenn man überlegt, der Park war auch nichts anderes. Und was hat uns das für einen Horror eingebrockt? Hatte ich ja als komplett Let's Play in einem Stück aufgenommen. War ja irgendwie knapp über eine Stunde nur, aber... Oder anderthalb oder zwei? Ich weiß es gerade gar nicht. Müsste ich gerade in meine Playlist gucken. Ist jetzt hier beim Aufnahmen ein bisschen doof. Nee, aber es gibt so Spiele, die nennen sie halt so abwertend Walking Simulator und... Da gab es schon einige Sachen, wo ich einfach sage, wow. Einfach genial gemacht. Atmosphäre. Wie gesagt, da ist oft der Horror nicht so ausschlaggebend, sondern es geht meistens so auf das Innere, auf die Psyche des Charakters oder sowas. War ja bei The Park auch so. Gehen wir doch mal hier hoch. Passiert jetzt nicht viel in dem Spiel. Es ist halt einfach irgendwo die Atmosphäre. Ist okay. Wenn jetzt einer sagt, okay, das passt jetzt in die Halloween-Wochen nicht so unbedingt rein. Oh mein. Man überlegt, das ist ein selbes Setting wie bei The Fog. Ein Film mit John Carpenter. Von John Carpenter. Das Buch von Stephen King, glaube ich sogar. Oder zumindest die Grundlage. Nebel des Grauens. Ein super Ding. Also guckt euch den Film an, egal ob ich jetzt spinne. Also John Carpenter ist definitiv richtig, das weiß ich. Aber ob es jetzt mit Stephen King noch irgendwas zu tun hat, bin mir gar nicht sicher. Man wird halt nicht jünger, ne? Mein Gedächtnis lässt halt auch nach. Und da blinkt uns der Leuchtturm da hinten an. Ich habe echt gedacht, das geht eher um den Kleinen, ne? Wo wir gestrandet sind, soll ich jetzt mal. Aber scheinbar ist es doch der da blinkt eher das Ausschlaggebende, ne? Wobei ich euch nicht versprechen kann, dass ich... A wonderful sight. The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the ridge across the beach. All the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Wobei ich euch nicht garantieren kann, dass wir in dem
in der Folge der Halloween-Wochen bis dahin kommen. Das weiß ich nicht. Kommt doch ein bisschen drauf an, wie lang es dauert. Ich wollte so um die 20 Minuten wieder machen. Also es gibt ein paar Spiele, die kommen ja relativ schnell zum Punkt bei den Halloween-Wochen. Da reichen 5 Minuten, um zu zeigen, was Sache ist. Aber das weiß ich nicht, ob das bei dem Spiel funktioniert. If someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and notice and aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this. To keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Okay, es geht scheinbar auch um labile Geisteszustände. They were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance that they could actually walk the Bible and inhabit its contradictions? Das meinen die wahrscheinlich mit Landmark Edition, dass die Steine immer irgendwie so, ja, Wegsteine sind. Kilometersteine oder sowas, wie man das nennt. In dem Fall sind alle Dicks keine Kilometer auseinander. Oh, das sind so Orte. Oh, das könnte Schottland sein oder so. Oh, das ist. Oder Irland. Sowas begeistert mich. Und da unten scheint eine Höhle zu sein sogar. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Jetzt kam erstmal dieses Dear Esther zum Tragen. Ich würde mir gerne das Schiff da hinten angucken, aber das Wasser scheint mir doch zu tief. Increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. Ich habe schon festgestellt, ich sollte mich vielleicht nicht ganz so schnell vorwärts bewegen, weil da doch sehr viele Infos kommen. Uh-oh. Da mal wieder chemische Formel, ich weiß es gar nicht. Wasserstoff. Oha. Das weiß ich nicht. Das ist ein Sauerstoffanteil. Obwohl O2 ist ja nur Sauerstoff. Einzeln. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, ich habe in Chemie überhaupt nicht aufgepasst. Das könnte tatsächlich eine Gestalt als Cthulhu sein. Das sieht so nach Zellbildung aus. Aber ich muss sagen, irgendwie. Mehr können wir hier in der Höhle jetzt gerade nicht erkunden. Na gut, ist ein Erkundungsspiel. Was mich fertig macht. Ah. Fischen, Emma? Ein Teller, aber das sieht nach Knochen aus irgendwie. Bin mir nicht sicher. Also doch ein Cthulhuider Kult. Das ist ja einfach.
Willkommen bei Dark Corners of the Earth. Immer noch eins meiner Lieblings-Horrorspiele, definitiv. Ein Spiel, wo ich mir ein Remake wünsche, ein grafisches Update, weil die sieht mittlerweile echt nicht mehr schön aus. Funny, die Version, die ich euch gezeigt hatte im Let's Play. Aber ich will nicht meckern, das Spiel selber ist cool. Auch wenn es echt Furchtstellen hat. Aber wir sind jetzt hier bei dir, Esther. Haben eine Viertelstunde auf der Uhr. Es ist eigentlich noch nichts passiert, aber irgendwie... Es ist... ganz komisch. Das Wasser sieht relativ cool aus, okay. Es ist so eine morbide Stimmung, die irgendwie so einen wohligen Grusel trotzdem die ganze Zeit bei mir verursacht. Ich hoffe, ich mache das mit dem Gelaber nicht ganz kaputt. Und die Musik ist toll. Die ist wirklich super. Wir sind ja jetzt auch bei den Halloween-Wochen so langsam am Ende. I've become convinced I'm not alone here. Even though I'm equally sure it is simply a delusion brought upon by circumstance. I do not, for instance, remember where I found the candles. Or why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow. Sorry, Otto, von der Lautstärke her, die Musik. Also, ich muss sagen, die Texte helfen mir jetzt noch nicht weiter, irgendwie da Klarheit zu gewinnen. Ich denke mal, das ist auch bewusst von dem Spiel so gemacht, dass das, wenn überhaupt, am Ende des Spiels kommt. Wobei, es muss ja auch nicht unbedingt zu einer Lösung kommen. Und das sieht mir so nach einem Steinkreis aus, like Stonehenge, so ein bisschen. Und hier haben wir jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Einmal da runter, einmal Richtung Leuchtturm. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob wir noch zum Leuchtturm kommen, deswegen gehe ich mal kurz hier lang. Weil das könnte jetzt auch ziemlich steil runtergehen. Ah, ja, ich weiß, wo das ist, genau. Da waren die Autoreifen. Ich sage jetzt einfach mal, dass das Autoreifen sind. Ich weiß es nicht. Oh, der Anstieg fällt ihm schwerer. Man merkt, er läuft ein bisschen schneller. Ja, ihr seht, jetzt hat er wieder ein bisschen Gas gegeben. Das hat ein paar Aspekte im Spiel, was echt interessant macht. Das ist so wie ein Wanderausflug. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere wirklich, das passt nicht so unbedingt in die Halloween-Woche, aber... My channel, my rules, you know. Hm? Nee, ich find's cool. Passt. Und die Stimmung finde ich auch genial. Und ich habe die ganze Zeit so ein flaues Gefühl im Magen. Wobei ich brauche das nicht schönreden, irgendwie in die Fresse in die Fresse Horror wird sich geben. Lädt? Um mal einen Schluck zu trinken. Ja, ich habe ein Archiv mit freigespielt. Donnelly. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimeter using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. It's somewhere between the turnoff for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rearview mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Okay, das scheint mir nach einem Schiffsfriedhof oder sowas auszusehen. Wir könnten da oben lang, aber ich finde das hier gerade interessanter, zu dem da unten auch was blinkt.
weiß nicht, was ich davon halten soll. Alles alt, verrostet. Aus vergangenen Tagen. Blinkt's immer noch. Wie ein Schiffsfriedhof. Vielleicht auch zufällig, eigentlich gar nicht als Schiffsfriedhof gedacht. Sondern dass die Schiffe hier wirklich aufgelaufen sind. Wisst ihr was, Leute? Wir haben jetzt über 20 Minuten vom Spiel gesehen. Das ist tatsächlich was, das sollte ich mir vielleicht als Zeichen aufheben. How else could new hermits have arrived? So, mein Kommentar. Ich glaube tatsächlich, das wäre was so als Weihnachtsprojekt Silent LP. Dann will ich euch gar nicht hier weiter mit in diese Reise mitnehmen. Sag an dieser Stelle trotzdem danke fürs Gucken. Und bis zur nächsten Folge der Halloween-Woche. Und langsam werden so die letzten, glaube ich. Ich nehme das jetzt ziemlich am Stück auf hier. Und sage euch trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr auf diesem Trip mit dabei wart. Auch wenn ihr sehr ruhig war. Und bis zur nächsten Folge der Halloween-Wochen halt. Na, ciao.